Hallo und herzlich willkommen YouTube. Mein Name ist Relinia Dragana, vorzugsweise Dragana, und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Lost Ember. Wo sind wir gerade? Wir hatten ja, hier da die Szene mit dem Vater gesehen gehabt, der blöderweise von der Freundin seiner Tochter das Haus auf jeden Fall abgebrannt hat und damit auch die Freundin von seiner Tochter halt umgebracht hat. Ja, jeder seins, was er davon halten soll, ne? Ich hatte jetzt beim letzten Mal mit einem Maulwurf hier die ganzen Mauern halt eingerissen gehabt. Und damit ist der Turm umgefallen. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal runter. Tut mir leid, wenn hier ein Weg ist. Ja, tatsächlich. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verweilt bin. Ich hatte jetzt gerade eine Weile nicht mehr aufgenommen gehabt. Gut, es war auch, abgesehen davon, war ja auch Wochenende. Sonntags nehme ich ja bekanntlicherweise ja nicht auf. Und arbeite nicht, weil ich möchte ja halt auch was frei haben, ne? Und ich hatte halt am Freitag halt ein bisschen viel zu tun gehabt, weshalb dann das alles, die ganze Arbeit wieder ein bisschen untergegangen ist. Was haben wir da? Da haben wir wieder die Wombats. Okay. Nehmen wir mal einen, so. Gucken einfach mal weiter, was es hier so gibt. Und gucken. Nein, das wollte ich nicht. Das ist halt. Hä? Ach, da war noch einer. In der Wand. Hä? Was ist das? Was macht hier? Als wenn der. Ach so! Ja, das Rollen, stimmt. Das wollte ich ja auch. Ich weiß ja nicht, wem es auffällt, dass ich ein bisschen angespannt bin, ein bisschen nervös bin. Das liegt halt daran, weil ich am morgigen Tag. Also, jetzt am Dienstag, den 24. Weil ich da halt, ins Krankenhaus war. In der Hoffnung, dass man doch jetzt endlich herausfindet, was bei mir los ist und dass ich dann endlich Hilfe erhalte. Nee, das ist das nicht. War doch mit X, okay. Schrecklich A. Hier noch Controller. Oh, getunnelt. Warte mal, es geht hier runter und es geht da hoch. Gucke ich erstmal da oben nach. Deswegen wirkt das wahrscheinlich auch jetzt so ein bisschen, da ich leicht angespannt bin. Das kann gut sein. Ich bin dezent nervös. Aber ich denke und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ihr mir das ein klein wenig verzeihen könnt, ehrlich gesagt. So, gucken wir mal, was es hier so gibt. Wäre schön, wenn man hier wieder was sammeln kann. Sieht aber nicht danach aus. Ach, die Großen können dauerhaft rollen. Okay, gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ah, da kommt noch einer. Oh. Achso, laufen die mir jetzt hinterher oder was? Ja, tatsächlich. Warte mal, ich bin über den Turm runtergegangen, obwohl ich hätte auch den nicht nehmen können. Ist das euer Ernst? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh. Das ist keine Verarsche.
Egal, ich suche trotzdem alles ab. Ich will schließlich so viel wie es geht mitnehmen. Aus einem einzigen Spielerun. Wenn möglich, versteht sich. Geht schon schnell, wenn man hier runterrollt, was? Aber hier hinten ist scheinbar nichts. Schade. Ach, man muss den Knöppel nach vorne gedrückt halten. Okay, ich verstehe. Sonst geht's nicht weiter. Schade. Na gut. Dann sag ich mal, geht's abwärts, ne? Ah, wie schnell sind wir? Wie schnell können wir? Dass der Wombat nicht anfängt zu kotzen, ey. Ach was. Ach. Also ich muss so darüber fliegen. Das Kolibri. Okay. Aber ziemlich windig, ne, würde ich behaupten. Huch! Ich gibt's echt Quicktime-Events! Was ist das denn? Kapitel 3. Die Ruhe vor dem Sturm. Das sieht so schön aus, wie der Wolf sich bewegt, ey. So smoothie. Oh, voll schön! Da ist gar ein Kirschblütenbaum! Oh, ich liebe Kirschblütenbäume. Oh, da macht das Genießen echt Spaß, wirklich. Da macht das hier echt Spaß, wirklich. Die Musik, das Optische. Da kann ich mich echt entspannen, wirklich. Ziemlich laut hier, ne? Oh gut, hat ja einen Wasserfall bekanntlicherweise an sich, ne?
Ich gehe gleich zu dem Rauch hin. Ich will einfach nur wissen, ob hier hinten was ist. Okay. Hm. Baby. Auf jeden Fall Pilz. Ah, dann war das hier. Das ist der Bau von denen. Schön. Ich hasse dazu Andi da, okay. Warte mal, mit dem, die Ente schnattert. Was macht der hier? Oh! Sieh dir das Wasser an. Früher war es voller ekliger Algen und giftiger Schlacke. Trinken sollte man das nicht. Ja, früher und jetzt? Immer? Wir haben einen Weg. Da geht's runter, es scheint weiter zu gehen. Ich würde aber gerne wissen, was da hinten ist. Weil der Kolibri, der stand auch wieder so nah, so da, als wenn irgendwas sein müsste. Ah, so wie die Wombats. Ah, so ein Hinweis. So, wenn ein Tier da irgendwo wie bestellt und nicht abholt steht, dann weiß man, okay, da muss irgendwo was sein. Ah, so langsam kommt bei mir auch wieder die Entspannung rein durch die Musik und alles. Schön. Ja, aber ich würde sagen, dann gehe ich wieder hier als Wolf. Das sieht noch Spaß aus. Hä? Was war das? Na egal. Ich krieg euch. Ah, schön. Sehr schön. Dann lass mal gucken. Nein, da springe ich. Warte mal, das ist ein Bild. Ah. Sein, aber. Nee. Sieh dich nur um. Alles ist so lebendig.
kann man so sagen. Das kann ich empfehlen. Oh, wie geil ist das denn? Ich habe mir das schon... Was ist das für ein Fisch? Die haben sehen so ein bisschen aus wie Kampffische, aber das kann es ja nicht sein. Kampffische sind ja keine Rudelfische. Oh, wie schön ist das? Wir sind ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Ach du Heilige. Ah, das macht Spaß. Ich finde das Schall schön. Boah, das ist so ein Spiel, da fühle ich mich richtig wohl, ey, ne? Oh nö, oder? Ach, okay, ich verstehe. Ich verstehe, was das Spiel will. Fischi. Wo ist ein Fisch? Da vorne. Ich weiß, dass das Spiel will, der will nämlich, dass ich da drüber springe. Ist ein blauer jetzt? Ja. Okay. Allgemein so Meer und alles, da fühle ich mich echt wohl hier unter Wasser. Gut, Subnautica ist was anderes. Da kriegt man eher Angst, aber bei sowas hier. Sowas müsste es geben als Spiel wirklich. Dass man einen Deal machen kann und. Ein Wasserfall. Ist ein wenig laut hier. Oh, wie schön. Schön. Das ist toll. Das ist so gut, ey. Wohlfühl-Feeling pur, ey. Jetzt ernsthaft. Kann man das sammeln? Die Korallen kann man sammeln. Oder Pilze. Okay. Schön. Das ist so toll. Da fühle ich mich richtig wohl, wirklich. Das habe ich auch in Ark, wenn ich da unter Wasser bin. Allerdings nur mit Mosan fühle ich mich auch eigentlich regelrecht wohl. Wenn ich nicht unbedingt Angst habe, von Quallen und so attackiert zu werden. Oder von Trolltissen. Aber gut. Ich sehe, die Zeit ist schon wieder um. Ich würde sagen, ich mache dann hier wieder einen Schnitt. Oder ich beende hier einmal die Folge. Dann könnt ihr selber mal eure Meinungen in den Kommentaren mal schreiben, was ihr von dem Spiel bisher haltet. Also, ich selber persönlich bin echt hellauf begeistert. Jetzt gerade sogar das mit dem Unterwasserbereich. Einfach für mich wirklich nur ein Traum, grafisch und soundtechnisch einfach nur beruhigend und wunderschön.
Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr bisher dazu sagt. Habt ihr das selber gespielt oder ne, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich dann ansonsten sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.